So, das musst du jetzt einfach nochmal mit aufnehmen. Ich denke, die Straße läuft jetzt hier wieder ganz normal weiter. Die Kulisse, ihr seht es ja, man muss einfach die Natur hier mitnehmen, muss sich das angucken. Das sieht echt berauschend aus. Also das ist auch hier wieder die Matten vor den Felsen, sonst wäre hier wahrscheinlich alles voll Steine. Ich traue den Kollegen hier nicht mit dem Rollsplit. Er hat eben schon wieder die Reifen weggezogen. Das ist hier ein bisschen merkwürdig. Na gut, das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Jetzt sind wir wieder voll in so einer Schlucht drin. Aber wir haben ganz schön Höhenmeter verloren. Und obwohl wir nicht mehr oben am Berg sind, also hier unten, ihr seht es ja hier an den Ästen, hier pfeift ganz schön der Wind. Und das bei 30 Grad, ist also jetzt nicht kalt, sondern, ja, hier seht ihr die Bäume nochmal, was hier für ein Wind ist. Wahnsinn. Die Felsblöcke hier sind noch mal einige Kern gewesen. Boah, der Wind, der rüttelt wahnsinnig. Das kriegt man gar nicht mit auf dem Video wahrscheinlich, aber so wie er an den Bäumen da gerissen hat, was ihr eben gesehen habt, so reißt der Wind auch an uns dran. Ne? Vielleicht, weil es eine Schlucht ist, dass hier der Wind extra durchpfeift, keine Ahnung. Aber das sieht ja wahnsinnig aus. So. 16 Kilometer vor Monte Menton und er jagt uns jetzt hier nochmal irgendwie so einen Berg hoch, Castillon oder so ähnlich hieß er. Wir waren ja schon unten im Tal, da hat der Wind nachgelassen, da war er nicht so schlimm und jetzt greift hier wieder der Wind an und das bei 31 Grad. Aber steht jetzt da Menton noch 14,9 Kilometer. Also ist ja wirklich nicht mehr weit. Die Pflanze wächst gleich in die Straße rein. Und boah, das war Bitumen. Vorsicht. Oh, habt ihr das mitgekriegt? Mich hat es jetzt voll weggezogen auf dem Bitumen. Alter Schwede, einmal ein paar Zentimeter nach rechts versetzt. Oh, das ist noch ein Schockerlebnis. Oh, da soll ich leicht Schweiß auf der Stirn. Damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Uhlala. Wie der Franzose sagt. Uhlala. Also ich wusste nicht, dass ich rutschen werde. Aber ich habe euch jetzt bei den Rutschern mal mitgenommen gehabt. Nichts passiert, alles gut. Und deswegen mit der Geschwindigkeit hier nicht übertreiben. Es kann immer wieder mal was kommen. Und wir wollen ja die ganze Tour beenden und nicht jetzt irgendwie im Krankenhaus landen. Okay. Wahrscheinlich dann demnächst aus Menton. Das Mittelmeer. Wir sind fast durch, am Mittelmeer angekommen. Unabhängig davon fahren wir immer noch ein paar Kehren. Was sonst? Ja, von ganz da oben. Ja, das ist nur ein Teil von ganz da oben. Von richtig weit oben sind wir schon hergekommen. Aber jetzt hatten wir den Blick aufs Mittelmeer. Also sind wir wirklich bald an der Côte d'Azur. Und haben die Route Grand Alp komplett durchfahren vom Genfersee bis zum Mittelmeer. Meer erkennen. Wir fahren gerade durch Menton durch. Palmen sind vorhanden. Fußgängerüberwege, da blitzt es immer, dass man aufpassen soll. Da fliegt der Karton rum, jawohl. Und wir haben 32 Grad, eben waren es 33. Also richtig, richtig schön kuschelig. Ja, wir gurken hier in Menton rum. Wahnsinn. Hier geht es wahrscheinlich wieder stadteinwärts. Und wenn ihr da vorne die Schilder seht, Italy rechts. Ich hoffe mal, dass es da besser geht. Also in die Stadt rein wollen wir ja gar nicht in Menton. Wir wollen nach rechts. Oioioi, und schaut mal, was ich hier jetzt zu sehen habe. Wir sind am Meer angekommen. Ja, wow. Genial. Ganz schön viel Wellen. Frei. Wir sind angekommen an der Côte d'Azur. Ich hätte es ja nicht geglaubt. Genial. Schaut doch mal das Wasser an, welche Farbe das hat. Ja, gierig. Das ist ja voll hammermäßig.
Oh, jetzt aber kann man das Wasser schon riechen. Kennt ihr das, wenn man das Wasser riechen kann, das Meer riechen kann? Hm, das haben wir gerade. Ah, was für ein Anblick. Hm? Vielleicht mache ich ja den einen oder anderen neidisch. Das ist ganz gemein. Oder wenn wir uns die Videos angucken zu Hause, vielleicht sage ich dann, oh, wäre das schön, wenn wir wieder da wären bei 32 Grad, weil bei uns schlechtes Wetter ist, weil es regnet oder wie auch immer. So, Montag kamen wir nach Frankreich, heute ist Donnerstag und hier ist der Grenzübergang nach Italien. Wir verlassen heute Frankreich und kommen nach Bella Italia. Wir sind jetzt in Italien. Das Wasser sieht hier genauso schön aus. Das Wetter ist genauso gut. Also hallo Leute, wir haben unser Hotel erreicht, das Hotel Principe. Haben jetzt auch geduscht. Wir waren vorhin fix und fertig. Also da rechts seht ihr unsere Motorräder stehen. Was ich euch empfehlen kann ist, und Tanja auch, schaut mal wie das hier aussieht. Wenn ihr so eine Tour macht, plant nicht die Fahrt entlang der Küste. Das war eine Katastrophe bei 32 Grad, wir sind fast in Ohnmacht gefallen. Und dann noch in so einem Ort wie hier zu parken, das bringt einfach nichts. Ich habe bei der Planung gedacht, das ist toll, Küstenstadt San Remo. Aber für so eine Motorradtour vergesst es einfach. Nehmt einen Ort außerhalb. Wir sind jetzt heute Abend platt, wir gehen noch was essen, aber mit Strand oder so ist nichts drin. Also das haben wir jetzt gelernt. Am Ende von so einer Etappe, Col Turini war auch nochmal anstrengend. Nee. Dahin fahren, wo man gemütlich parken kann, da war das gestern deutlich entspannter. Lektion für uns, die wir jetzt gelernt haben. Nach der stressigen Anfahrt an der Küste haben wir uns im Hotel ein bisschen erholt, sind dann runtergelaufen in die Stadt zum Abendessen. Hier seht ihr auch ein paar Bilder. Wir haben dann den Abend schön ausklingen lassen. Das war dann auch der Abschluss der dreitägigen Route de Grand Alpe. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen. Eure Hermanias.